Hello, my friends, here is Zachary. Welcome to this next Hitman 3 episode. Today we are on the mission, der Abschied. Und wir starten rein mit einem Okay, und die Kakerlaken sind wieder am Start. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Hitman 3 Let's Play. Wir stehen langsam kurz vor Ende des Spiels. Wir sind hier, glaube ich, bei der vorletzten Mission. Das hier wird die letzte sein und die jetzige Mission heißt der Abschied. Wir sehen wieder den Barcode hinten auf dem Kopf dran. Wir haben hier einen schönen weißen Anzug am Start. Und ich würde sagen, Mission Mendoza. Wir starten rein, Leute. Lasst lieber einen Daumen nach oben da. Kuss geht raus. Danke für euren Support hier. Würde ich sagen, komm, Hitman, geht rein. Johnny Sins with the big dick in the chic. Und shit. Ah, was? Alte Angewohnheiten. Old habits. Mission complete. He's back. I found something. Buenos Aires International Airport this morning. Now watch this. Harold. Trailer at the airport. But turns out that a top Providence operative owns a vineyard in the area. Don Yates, of infamous New York law firm Morgan Yates & Cohn. And get this, toasting his retirement party today. She's infiltrated them. She's sending a message. She needs my help. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and the Constance's most trusted aide. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. Anyway, I need to go. See you around, 47. Dum, dum, no, dum, dum, dum. You won't. Oh, tun wir nicht. Okay, es geht los, die nächste Mission. Wir haben hier, treffen Sie Diana Bornwood in der Mendoza und stellen Sie Ihre Loyalität auf Ihre Probe, okay? Boah, das ist jetzt eine kranke Mission. Ich glaube, so richtig mit Anzug, Mannzug und all sowas. Schwierigkeit gerade Profi, wir starten rein, Digga. Ich hab Bock. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird, Freunde. Vorgestern kam ein Stunden-Special online. Wenn wir durch sind mit Hitman, dann werden wir auch wieder mit Resident Evil reinstarten. Es gibt eine Demo. Boah, jetzt sieht die Grafik super aus. Guckt euch mal den Wald an. Wo ist das Wasser? Da hinten ist das Wasser. Seht ihr das? Boah, schön, schönes Auto hier. Bestimmt von Zachary geklaut. Jetzt, ich verstehe nicht. Manchmal sieht die Grafik scheiße aus bei dem Game, manchmal super. Vielleicht werden wir das Spiel auch mal in VR zocken, wenn das möglich ist. Okay, wir sind angekommen. Wunderschön. Hier nähern sich Diana Bornwood. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Nee, ich werde mich da noch nicht nähern. Kann ich hier rein? Als ob der einfach hier so rein darf. Oh, oh. Okay, okay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mucha patres. Y vamos y cripos. Vamos y cripos. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Bevor wir da... Oh, shit. Ah, oh, das sieht super aus. Da hinten, guck mal da hinten durch. Wie schön die Berge, das Wasser. Aha. Was denn, wenn ich hier lang gehe, hä? Da kann man ja auch lang. Guck mal, hier liegt einfach ein Ziegelstein. Ich schmeiß dir gleich auf den Kopf. You got my message. You'd never get one, Chica. So what's the play? Stabil. Okay, komm, wir reden jetzt erstmal mit der Diana. I'm this close to becoming the next Constant. Oh, sorry. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal. Das erinnert mich richtig hier an Star Wars, wo Anakin mit Padme rumgemacht hat. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspects, I will convince him you acted alone. Retaliation for Gray. Trust me, I know what I'm doing. The Herald, Tamara Vidal. Harold. She has eyes everywhere, and they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my sight for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. Ja, ja, alles klar. Wir wissen ja, was hier abgehen wird, Leute. Wir wissen es, ja. Informationen einsehen. Guck mal hier. Tamara Vidal. I got you an invitation. Frau von Arturo like Vidal, oder was? Wir haben eine Einladung. Okay, nehmen wir Come mal. Find me when it's done.
Digga, mein Controller ist so kaputt, der guckt die ganze Zeit nach oben automatisch, Alter. Ich hab einfach einen kaputten PS5-Controller leider erwischt. Keine Ahnung, guck mal, der guckt automatisch immer nach oben. Guck mal, ich mach nichts, der guckt automatisch nach oben, Alter. Sowas gibt mir so auf den Sack. Okay, eliminieren Sie Don Archibald und erledigen Sie mit Tamara Vidal. Dann kommt Arturo wieder mit seiner Staubsaugerfrisur. Boah, sieht aber echt sehr schön aus. Okay, wir müssen uns jetzt mal langsam ein bisschen schlau machen, was hier abgeht und. Boah, wie krank das hier aussieht. Verdammte Scheiße. Ach so. Einladung geben? Bitteschön. Genießen Sie die Feier. Was ist hier? Ach du Scheiße, darf man hier rein? Okay. Ja, da können wir nicht lang. Das heißt, wir müssen uns irgendwie hier reinschleichen. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Dole mi fa so. Na, alles klar? Mein Name ist Johnny Sins. Du hast wahrscheinlich schon von mir gehört. Junge, reicht doch jetzt mal, Alter, mit deiner... Ich überwältige die gleich alles. Voll laut gerade mein Ohr. Ich vergifte gleich die Gläser hier. So, wir... Ja, die Frage ist, wir können ja jetzt schlecht den vor allen hier ausschalten, ne? Das ist eine gute Frage, wie wir jetzt hier vorgehen werden. Okay, wir haben hier Mülltonnen, wo wir Sachen verstecken können. Und wir müssen irgendwie da rein. Können wir da ohne Probleme rein? Ja. Tamara Vidal, I'm here for the tourist team. Ah, da ist Tamara Vidal. My apologies. I didn't recognize you. Let me sign you in. Die hat, glaube ich, immer einen Bodyguard. Burnwood's flying solo. I want all eyes on. Let's see what she does. And Luther, please deploy the birds and key in on the party area. Respect to Finn. Too many blind spots. Okay, das wird jetzt nicht easy werden. Alter, was ist das für ein Laden hier? Guck mal. Kann man hier runter? Darf man hier runter oder nicht? Überwinden? Oh, okay, okay. Bruder, wir müssen ja echt überall aufpassen hier. Warum ist der über dem Kopf? Let me guess, the Burnwood woman. That's right. Schubsen. Ja, Bruder, ich kann jetzt hier... Hier können wir jetzt safe nichts machen. Wir müssen jetzt irgendwie erstmal von jemandem eine Kleidung besorgen. Ist das ein Security? Ja. Ey, meint ihr... Den könnte man safe hier ausschalten, oder? Meint ihr, das sieht man? Ja, super. Wieso? Hier sind zu viele Leute, Mann. Meint ihr, das sieht man, wenn ich den jetzt von hinten ausschalte? Hört man das? Wenn ja, wo soll ich den verstecken? Das ist echt nicht einfach gerade, ehrlich. Ist nicht einfach. Aber hier sind schon wenig Leute, ne? Hier sind schon sehr wenig Leute. Achtung, Rutschgefahr. Okay, damit können wir vielleicht die Leute daran hindern, hier vorbeizugehen. Ah, scheiße. Wie machen wir das jetzt? Irgendwie müssen wir den ausschalten. Ich glaube, ich versuche es einfach mal. Ja, okay, jetzt kommt die vorbei. Ist nicht so gut. Ey, dieser Controller, ne? Das nervt so unnormal, Freunde. Ich brauche unbedingt einen neuen PS5-Controller. Ey, super, wie soll ich den jetzt ausschalten? Am besten eigentlich dahin. Ich schwör's dir, eigentlich dahin was schmeißen. Moment. Guck mal, das sind überhaupt nicht viele Leute. Moment. Wenn ich dir die Münze jetzt hier hinschmeiße. Ah, guck mal, da kommt... Ey, Digga, das sind so viele, ne? Das ist auch nochmal ein Security-Guy. Ach, du Scheiße. Egal. Komm, wir riskieren einfach mal jetzt. Ich riskiere jetzt einfach mal. Komm, wirf mal rein. Okay, die sind schon weit weg, Digga. Die sind schon weit weg. Eigentlich... Ja, Bruder, der hört eine Münze und ruft das ganze Sicherheitskommando dahin. Komm doch mal hier hin. Hä? Komm doch mal hier hin, wenn du Eier hast. Wir müssen halt irgendwie... Hier können wir drinnen verstecken. Wir können hier drinnen verstecken. Das ist eine sehr gute Idee. Ehrlich. Sehr, sehr gute Idee. Naja, erstmal schön einstecken, ne? Oh nein, ja super, guck mal da hinten, Digga. Ja, jetzt kommt da hinten ausgerechnet. Bruder, pack dir den, pack dir den, pack dir den. Ach, geil. Ach, schade. Ja, super, jetzt geht's. Ja, ja, keiner hört das. Vielleicht, der Schalldämpfer. Warte. Hat das jemand gesehen? Wer hat denn das gesehen? Oha, da kommt... Oh nein, da kommt noch einer. Scheiße.
Okay. Ja, super. Yeah. Ach, geil. Wo denn? Wo? Wo schießt der denn? Ey. Schade, Leute. Ich verkleide mich jetzt einfach. Guck mal, soll ich sagen, was wir heute machen? Heute kommt Ernie Bond zum Einsatz. Ich sag's euch, Ernie Bond. Ich sag's euch, Ernie Bond. Disappeared. Guck mal jetzt hier. Ich pack. Guck mal jetzt hier. Was wollt ihr denn von mir, hä? Ich schau mir jetzt die Ziele. El Finite? Wow. Ist doch gar nichts passiert hier, hä? Was wollt ihr denn? Ich pack mir jetzt die ganzen Ziele. Ich mach die platt und gut ist. Wofür immer dieses Unauffällige? Wofür ist immer dieses Auffällige? Guck mal, der hat schon Schiss, Digga. Okay, okay. Hier geht schon was ab. Okay, warte. Ah, Bruder, hat keiner gesehen. Chill doch mal jetzt. Was wollt ihr denn? Hat doch keiner was gesehen? Ach du Scheiße. Oh oh. Ach du Scheiße, schießt du doch mich. Schade. 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 Bruder, bleib hier. Ach du Scheiße, Digga. Was soll ich denn jetzt machen gegen die? Ey, ey, ey. Boah, Scheiße. Ach, die werfen sogar Granaten. Alles, Bruder. Bruder, ich sehe nichts mehr. Warum sind die so gut? Kann mir das jemand sagen? Die treffen mich sogar. Ja, egal. Egal, Leute. War ein guter Versuch, Alter. War entspannt, war entspannt. Wir müssen noch mal neu ran an die Sache. Ich dachte, wir machen heute mal den Rillepeter auf entspannt. Aber ja. Haben wir... Scheißdreck ist passiert, schade. Guck mal, hier ist sogar direkt... Direkt am Anfang der Mission ist sie sogar hier. Warte mal. Wenn ich jetzt einfach hier umbringe von hier... Einen auf Undercover. Warte mal, vielleicht klappt das ja. Die ist ja schon direkt hier. Boah, die sehen direkt meine Waffe, Alter. Was geht bei denen ab? Kann ich dich vielleicht auf einen Drink einladen? Hi. Hi. Scheiße, Alter. Wieso... Mann, ey, der eine Typ kam vorhin so unnötig, ne? Wäre der nicht gekommen? Enjoy the party. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wir sind wieder da. Wir brauchen erstmal irgendwie einen Anzug, Digga. Einen Sicherheitsanzug. Die Frage ist halt wirklich wie, ne? Ansprechen. First time at the estate. Could you show me the lay of the land? Please show me something about Zachary. This is the visitor center. On your right is the tasting room where we have a lovely selection. Aha. Okay, Weine. Speise und Barbares. Over to your left are the bathrooms. If you peek over the railing, you can look down onto our state-of-the-art fermentation area. You can't go down though. Ja, und jetzt halt die Klappe, Alter. Reicht doch jetzt. Was bist du so unhöflich, hä? Aha. Tamara Vidal. I'm here for the tour, it seems. Ernesto Valverde. Miss Vidal. Vidal. Warte, wir können mal kurz gucken. Wir können ja mal gucken, welche Mission, Story-Mission. Wir können auch hier welche wählen, ne? Die können wir dann auch... Mach ich mir einfach mal die mal gucken, was jetzt kommt. Hallo. Eliminieren Sie nicht Diana Bornwood, okay. Okay, wir können erstmal diese verschiedenen Story-Missionen hier machen. Wir gucken einfach mal jetzt. Aha, hier auf der Toilette ist doch der perfekte Ort. Ich schwöre es dir. Ist das ein Security-Typ? Was ist da? Ertränken? Das ist ein Security-Typ, oder? Ist das einer von der Party? Mal gucken, ob man seinen Zip sehen kann. Ach, geil. Ah, schade. Ich packe den jetzt einfach mal. Oh mein Gott, super, perfekter Zeitpunkt. Oh oh. Oh oh. Scheiße, hoffentlich kommt jetzt keiner hier rein, Digga. Bruder, ich brauch ganz schnell, aber ganz schnell. Oh mein Gott, Digga, ich brauch ganz schnell. Gibt's hier irgendwo was, wo ich die... Oh mein Gott, Digga. Ja, super. Ich mach erstmal Verkleidung als der. Aber warte mal, was ist denn jetzt hier? Was ist hier? Was ist hier? Hier ist gar nichts. Ich kann nicht mal öffnen die Türe. Ach du Ah, da ist doch die Karte. Da ist die Karte. Genau, die brauche ich.
Sicherheitskarte. Mach mal auf. Aha. Perfekt. Perfekt, Bruder. Perfekt. Das ist genau richtig. Genau das, was ich brauche. Ah, ich dachte, ich kann den da reinpacken, Alter. Das ist einfach ein scheiß Drucker. Das ist einfach ein scheiß Drucker. Ach, oh mein Gott, Digga. Ich muss hier gerade echt aufpassen, ne? Wenn jetzt welche auf die Toilette kommen, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, Digga. Ja, super, Alter. Ich kann dir nirgendwo hier verstecken. Das ist das Problem. Mach mal die Tür zu, Tür zu. So, wir brauchen irgendein... Ah, warte. Oh mein Gott, nein. Nein, nein, nicht hier lang, nicht hier lang, Bro. Okay, der chillt da. Wir können die hier reintun, schnell. Ich glaube, man kann sogar zwei Leute... Nein! Bruder, bitte nimm den jetzt hier, bitte nimm den jetzt hier. Mach keinen Palaver, mach keinen Palaver. Ganz ruhig, pack den rein. Jawohl, absetzen, beilegen. Hat keiner gesehen. Weil ich auch mal wissen würde, ob die auch wieder aufstehen, weil die sind ja eigentlich nur benebelt, ne? Das ist auch eine gute Frage. Okay, perfekt, Digga. Perfekt. Oh, wie gut ich das gemacht habe. Einfach Mord auf der Toilette. So, jetzt haben wir hier nochmal Feueralarm. Ach du Scheiße. So, lass uns mal erstmal hier umgucken. Wir sind jetzt hier irgendwo in einem Bereich, wo wir eigentlich gar nicht sein dürfen. Wo wir eigentlich sein dürfen, aber nicht als normaler Praktikant. Okay, ruhig. Junge, ich sehe aus wie Agent 007, Alter, wie Hitman. Wir sind ja auch Hitman. Ach, geil. Gebiet entdeckt. Aha. Was haben wir denn hier schon? Hier ist der Sicherheitsbereich, ne? Wir nutzen Terminal. Und jetzt? Alarm anschalten. Ach du Scheiße, Digga. Man kann jetzt überall den Alarm anschalten. Krank. Guck dir mal an, wie das hier aussieht, Alter. Was zur Hölle? Wir sehen ja wirklich alles hier, ne? Beweise zerstören. Ne, safe nicht. Kann ich ja nicht machen. Hier sind die Serverräume. Okay. Wir gehen mal einen weiter. Gucken, was hier drin ist. Oh mein Gott. Warum gucken die so? Hä? Was ist denn das für ein Raum hier? Warum darf ich auch immer nicht mehr gesehen werden, hä? Oh oh. Die sind aber eh noch zu zweit dort, ne? Was ist das denn jetzt hier? Oh mein Gott, Bruder. Auf einmal geht das hier auf, die Scheiße. Das ist der Weinkeller, ne? Boah, man kann bestimmt so richtig geile Tode, man kann die bestimmt alle mit dem Wein vergiften hier oder so, keine Ahnung. Meint ihr, es ist... Ich glaube, hier ist gar nicht gut, dass wir hier sind. Hier ist gar... Wir gehen lieber weg hier, oder? Was ist das denn? Lieber weg hier, lieber weg hier, ganz ruhig. Aber wir könnten die hier entsorgen, beide, ne? Aber wie... Egal, wir gehen jetzt ein bisschen in die Risikovariante. Ich speichere mal vorher ab, Freunde, weil gerade musste ich alles von neu machen. Lieber nochmal neu speichern, ganz ruhig an die Sache rangehen. Kann ich die nicht runter beseitigen? Oha, Bruder, der steht immer noch, Alter. Was? Reicht doch mal jetzt hier. Beseitige die mal in dem scheiß Wasser hier, jawohl. Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier dieses scheiß Wasser ist. Ich hätte gar nicht schießen sollen. Jetzt ist der ganze Boden mit Blut hier. Scheiße. Was passiert, wenn wir uns als Söldner verkleiden? Das würde ich mal gerne wissen. Machen die dann auch alle noch Palaver? Ich glaube nicht, ne? So, können wir auch nochmal beseitigen hier. Einfach ins Wasser reinschmeißen. Ja, aber das Problem ist das scheiß Blut hier, ey. Was sehen wir denn in der Achselhaare? Scheiße, das ganze Blut hier. Überhaupt nicht gut. Ah, mein Gott, ey. Die Frage ist, was sollen wir hier? Wir sollen nur die zwei Leute hier umbringen. Bruder, wo sind wir denn hier gelandet, Alter? Any luck? Nah, not yet. I bet it's something cool, though. It's usually last wills. Oh, oh, hier gibt's irgendeine Tasteneingabe. Betreten? Ja, super. Die sind auch noch so zweit, ne? Wir müssen uns erstmal hier überall herantasten, dieses ganze Schloss studieren.
müssen es studieren, Leute. Aha. Guck mal, wo wir jetzt hier mittlerweile angekommen sind. Jetzt haben wir sogar Rattengift. Perfekt. Wein. Cabernet. Wieso See? Ja, ich bin ja von dem Wein hier mit. Ich bin der Weinlieferant. Aha, guck mal hier. Öffne mal die Tür. Abkürzung, Wartungstür, okay. Hier macht keiner Palaver, oder? Boah. Warte mal, lass uns erstmal in Ruhe hier umgucken. Eismaschine, okay. Aha, jetzt kommen wir hier wieder raus. Also Chat, Leute, ich glaube, es wird... Es ist nicht so einfach, ne? Wir müssen halt irgendwie die auf Undercover ausschalten. Die Frage ist, wie machen wir das? Wir haben ja auch verschiedene Missionen, die wir angehen können. Die Story-Mission, die fehlende Fackel. Wir können aber auch hier, warte, genau, Überfluss, die Besichtigung. Ich weiß nicht genau, was das... Ob man mit den Sachen näher an sein Ziel kommt, das weiß ich gerade auch nicht. Ich meine jetzt einfach mal die Besichtigung. Was passiert jetzt? Vielleicht wird uns jetzt was anderes gezeigt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, Freunde. Als sind wir wieder hier, ich verstehe. Okay. Ich gehe mal jetzt nach da hinten hin. Was das für ein Zeichen ist bei dem. Ob man da jetzt irgendwas machen muss oder ob man ihn umbringen muss, ist jetzt die andere Frage. Corvo, got a message from the boss. Duty calls. Let me guess, the Burnwood woman. That's right. Gates has arranged for the chief winemaker to take sagt er irgendwas mit Vidal on a grand tour of the estate. Sagt er irgendwas von dem Code oder so. Not for my sparkling personality. Decke Story Mission sure has his panties in a twist. Wir hören einfach mal zu. Wir hören einfach mal zu hier. Gates' business is his business. Just get yourself ready and sign into the visitor center. Oh. Und trinken Sie einen auf mich. I don't drink. Makes me sentimental. Anleitung der Story Mission folgen. Okay, a private mal. Tour of the estate. Diana, Vidal, and this fixer, Corvo Black. Black is a threat, but also an up. Okay, jetzt kannst du mal ansprechen. Mr. Black. What is it? Message from Gabriel Vargas, the chief winemaker. Says the tour is about to start. They're waiting for you down by the grape fields. Okay. Now get out of my face. Verkleiden sich als Oberwinzer. Ja, super! Als Oberwinzer. Ja, ich weiß aber auch schon, wo ich einen finde. Wo war der denn vorhin? Lass mich mal kurz überlegen. Lass mich mal kurz überlegen. Wir sind ja vorhin gerade irgendwo rausgekommen. Ich glaube, hier war das sogar, oder? Ja, 100%, oder? Bitte. Hier war es noch nicht. Okay, sind wir hier? Hier, zu 100% war der hier gewesen. Ja, und jetzt da. Jawohl. Den muss ich aber halt irgendwo beseitigen, ne? Das da hinten, perfekt. So. Bruder, warum geht die Weinflasche nicht kaputt? Einfach Weinflasche aus Metall. Normalerweise hätte ihm noch eine mit der Weinflasche rübergezogen, ne? Verkleiden als Kellner. Oh nein, sag mir nicht, Kellner reicht jetzt nicht. Wir müssen wirklich als Oberwinzier. Das wäre echt ekelhaft. Aha, oder? Ne, Oberwinzer. Ja, super, was ist denn... Was zur Hölle ist ein Oberwinzer? Ein Oberwinzer. Na, super. Wie findet man jetzt einen Oberwinzer, Freunde? Das ist eine gute Frage. Wir lassen uns immer schön Zeit bei der Mission. Ihr könnt dann gemeinsam mit überlegen und so. Das macht richtig Bock, ehrlich. Das macht unnormal Bock. Ach, da darf ich jetzt nicht hier sehen, ne? Okay. Hier gehen wir lieber nicht lang. Als Oberwinzer. Ja, super, ey. Also, Kellner bringt uns nicht viel. Gucken wir mal weiter. Wir nehmen wieder das Rattengift hier mit. Hola, chica. Que tal la fasa bonita? Was? Ich hab nichts gemacht. Bruder, was hängt denn hier, Alter? Das ist ja komplett Haramstufe Rot, was hier abhängt. Ach, du Scheiße. Kleinen Sie das Oberwinzer. Warum steht da 70 Meter? Was ist denn da unten? Ach, da unten sind die Oberwinzer. Wollt ihr mich verarschen? Muss ich jetzt da runter oder was? Ach, schade. Ich habe gedacht, ich krieg's auch irgendwie so hin, aber hat leider nicht geklappt. Okay,
Dann gehen wir mal jetzt hier runter zum Oberwinzer. Okay. Das macht echt Bock, Mann. Man ist wirklich komplett in seiner eigenen Welt hier bei dem Game. Man immer alles selber hier Schritt für Schritt machen muss. 100 Meter, es wird immer weiter. Wo ist der? Wie komme ich denn jetzt da runter? Warte mal, wie komme ich jetzt da runter? Als Oberwinzer. Ist das hier ein Oberwinzer oder sind das diese Lelex? Auch irgendwie scheint man da runterkommen zu können. Seht ihr das? Das ist eine Treppe. Da geht's runter. Ah, okay, okay. Ja, lass uns das mal so verfolgen. Natürlich könnten wir die auch irgendwie versuchen auszuschalten, ohne entdeckt zu werden, aber ist echt schwer auf so einer Party. Deshalb braucht man schon ein bisschen diese Hilfe, dass wir diese Story-Mission machen und dann Step-by-Step uns den Zielen nähern. Sonst ist das komplett schwierige Situation. Boah, Digga, wir zocken schon fast eine halbe Stunde. Das kannst du doch keinem erzählen, Alter, ehrlich. Das ist so krank. Ja, super. Und jetzt? Das ist ein Oberwinzer. Super. Ich muss den irgendwie hierher locken. Irgendwie muss ich den herlocken. Warte. You're in good shape. Oh. I think you're coming on a bit strong, but I don't feel the same. Back off, please. Oh. Hat er das gehört? Ja, du sollst nicht kommen! Wie soll ich den jetzt holen, Alter? Könnt ihr mal weggehen von dem? Was wollt ihr von dem? Verpisst euch doch mal beide! Könnt ihr mich einfach jetzt hier zustellen? Halt die Klappe! Sag mal, Dick, was willst du von mir? Geh du doch weg! Ach du Scheiße. Okay, ist auf jeden Fall einer mit so einem... Calma, calma. Oh, das haben die alle für Waffen hier, ey. Ey, ich habe keine Ahnung, wie ich den töten soll, ne? Wie soll man das denn machen? Das ist unnormal schwer. Unnormal schwer. Weil der ist ja von... Der ist ja noch schlimmer bewacht als die anderen Leute hier. Super, die Münzen bringen uns halt leider auch nichts, ne? Wir können halt versuchen hier... Gibt es hier noch irgendwas zum Einschalten oder so? No lo creo. Digga, wie soll ich den jetzt holen, ne? Und er kommt schon wieder zurück, Digga. Ey, es ist doch unmöglich, Chat. Ich habe keine Ahnung, wie ich den hier... Oder jetzt mache ich komplette Faxen, ehrlich. Jetzt können wir alle den Sack lecken, Alter. Guck mal, die Frau kommt immer wieder zurück, Alter. Als hätte der den größten Schwanz und der, die muss die ganze Zeit zu dem hin, ehrlich. Hello. Hello. Als ob das der einzige Oberwinzer ist, Mann. Ey. Ja, super, er kommt jetzt eh gleich wieder zurück. Kann ich nicht irgendwie den hier hinlocken? Alter, wie willst du das denn machen, Mann? Was macht der denn hier? Oh, oh, jetzt kommt er zurück. Scheiße. Ey, Freunde, ich habe gerade keine Ahnung, ne? Müsst ihr mal wirklich Tipps geben, was man hier machen kann. Soll ich ihm einfach von Weitem mit dem... Könnte ich theoretisch auch machen. Soll ich mal versuchen? So.
Und wer soll das gesehen haben? Wie sollen die wissen, dass ich es bin? Sag's mir jetzt. Sag es mir. So, jetzt haben die alle Paras. Rennen rum. Por favor, ayúdame. Hey, ¿qué tal? What's going on? Oye, alguien se está volviendo loco por allí. The guy is going crazy. Ja, ja, hay que estar es por aquí. Ich will nur eine scheiß Kleidung haben. Suche, ja, suche. Warum ist der Kopf direkt über mir? Da fängt auch an, wie Ranjit zu reden. Ach, du Scheiße. Ja, geht mal ruhig weiter. Check, check. Oh. Hey, I need help over here. So, schließen Sie sich den Gästen an. Ah, guck mal, hä? Was wollt ihr denn von mir? Beginne Kampf? Was für ein Kampf, Bruder? Welcome to Vignetta Yates. I'm Gabriel Vargas, Chief Winemaker, and I will be your tour guide. I'm your Zachary. Questions before we start? Yes, but they're all above your pay grade. We're good. Lead the way, Senor Vargas. Follow me. Stellen Sie den Herstellungsraum vor. Okay, wo ist der Herstellungsraum? Hauptsache, hier wurde vorhin jemand umgebracht. Oh nein, die suchen mich. Oh mein Gott. Super. Scheiße. Ach du Kacke, Digga. Aber woher wissen die, dass ich da... Das finde ich so kacke, Alter. Ja, weil wir jetzt sehr verkleidet sind. Denke ich mal. Den Herstellungsraum. Egal, ich muss jetzt diese Präsentation vorführen, ohne dass die mich sehen. Wo ist der Herstellungsraum? Ach, der ist da hinten. Oh mein Gott, scheiße. Scheiße, ich muss in die andere Richtung. Ich renne die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ich bin so dumm. Hier drinnen können die mich doch gar nicht finden. Kommt mal mit, lieber. Jawohl, die kommen mit. Oh mein Gott, Digga, was ein Glück. Ey, ich renne einfach... Was wollte ich denn sagen? Ich bin der Weinführer. Our equipment is state-of-the-art, including a Dragon Freezer Unit. And last but not least, oha, cool, schön die Weintrauben sind. Industrial size for your disposal purposes. Interesting. Follow me, please. Stellen Sie den Gärkeller vor. Komm mal mit. Das ist der Gärkeller. Kühlkammer. This is an industrial cold storage unit, useful for preventing cellular decomposition. Wen juckt's? Kompromittiert steht unten rechts, unten links. Bruder, was ist das denn, Alter? Wenn da jemand reinkommt, was ist das für eine Maschine, Alter? And this is Zachary. Guck, die juckt das doch gar nicht, Alter. Die juckt das 0,0%. Ah, jetzt sind wir ja ganz unten. Zur Zeit beschäftigt. Kommt mal her, ich will euch die Scheiße jetzt hier vorstellen. Hallo? Ja, super. Die juckt das ja unnormal. Ja. Kommt ihr mal ein bisschen schneller? Der mit seinem scheiß Telefon da. Er wollte mich verarschen. Ich will euch das doch jetzt vorstellen hier. Zur Zeit Follow me. Die wollen mich doch verarschen, ne? Jetzt muss ich jetzt 10 Jahre warten, bis die alle kommen und ich denen das vorstellen kann, oder was? Hallo, Uwe. Hier. Next on our tour is the fermentation atrium. In these spacious tanks, which could easily be able to contain a couple of hundred human bodies, the sugars in the wine are converted to alcohol. This is also so entsteht Wein, Leute. Falls ihr es schon immer mal wissen wolltet. Fascinating. Come along. Stellen Sie das Fasslager vor. This is the facility. And this is Zachary. Where the freshly crushed pulp is pressed through a fine filter, leaving only the flesh and skin. Was muss ich denn noch alles vorstellen, Mann? Egal, wir lernen alle was dazu für unser kommendes Leben, sagst du? Oh, was ist das für ein riesiger, geiler Weinkeller, Alter. Richtig geil. Ich trinke gerne Wein, Leute, aber nicht so oft. Ab und zu mal einen schönen Weißwein. Rotwein bin ich nicht so der Fan von. Aber, ja, ab und zu geht auf jeden Fall mal. Ne? Solange man alles in Maßen hält, ist alles okay, Leute. Man darf halt nur nichts übertreiben.
So, wir machen jetzt noch kurz diese Rundschau hier, stellen den Leuten alles vor. Final stop, the barrel room. Nothing dramatic, just wine biding its time. The vault next door contains our most precious bottles. But the access doors are made from ballistic glass and can only be unlocked from the security room high above our heads. Einfach mal vergiften, sagst du? Unless you're the Sparrow. Einfach vergiften. Don't get any ideas. Remarkable. Bemerkenswert. Hi. Ja, und jetzt? Ich will nicht das Glas vergiften hier. Ah, here comes Mr. Yates now. Perfect. Mission abgeschlossen. Miss Burnwood, is it not? Don Yates. Pleased to meet you. Boah, wie können wir den jetzt vergiften? Recommended. As Chief of the Heralds, let me be the first to say welcome aboard. Why, thank you, Mr. Yates. Rest assured that I will be following your every lead very closely. Say, that reminds me. We're about to have a little Herald get-together up at the house. Just a modest toast to celebrate my forthcoming inauguration as Constant. You are, of course, most welcome to join us. I believe you shall make a fine Herald once the training wheels are off. I wouldn't miss it for the world. Capital, right this way. Into the lion's den. Oh, almost forgot. Cortazar, please nip down to the wine cellar and tell Mr. Flowers, the sommelier, to prep the 1945 Scheiß Telefon, Alter. Bring it up to the house for our special occasion. Krank, Digga. Wir haben beide hier, die wir umbringen müssen, ne? Einfach beide direkt eigentlich einen Headshot geben. Und ja, Freunde, das nächste Mal geht es genau hier weiter bei der Höhle des Löwen. Lasst auf jeden Fall alle einen Daumen nach oben da. Das war der Einstieg für die Mission. Und mal gucken, wie es übermorgen bei der nächsten Folge weitergeht. Das hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich aus der heutigen Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt natürlich auf Instagram meine ganzen Stories, meine Fotos gerne aus. Und natürlich auch Twitch abchecken. Und dann würde ich sagen, euer Zachary ist jetzt raus, Leute. Haut rein und ciao!